Weiter geht es im Jahre 2013. Auch hier auf Master LP. Mit mir, dem Mad Max Master, heute alleine. Und erstmal ein frohes neues Jahr. Ich möchte in diesem Video nur ein bisschen was dazu sagen. Naja, es soll eigentlich schon ein bisschen größeres Video werden, aber ich möchte sagen, es ist 2013, Leute. Seit 2011 sind nun Dennis und ich schon auf YouTube aktiv. Ich bin seit dem 21. Januar aktiv, also seit dem 21. Januar 2011 ab dort, hört sich dumm an, ne? Aber dort habe ich das erste Video hochgeladen, beziehungsweise war im ersten Video, das war noch mit Lukas damals. Dort werdet ihr gleich einen Ausschnitt sehen. Und Dennis ist mit mir aktiv auf YouTube schon seit dem 20.05. ungefähr. Ich glaube, ungefähr einen Monat später, 21.06. war es, glaube ich, ungefähr. Dort haben wir unser allererstes Let's Play Together hochgeladen auf Master LP11. Dieser Kanal ist schon seit einer Ewigkeit inaktiv, schon seit einem Jahr jetzt mittlerweile, glaube ich. Das war echt noch richtig, richtig, richtig krasser Shit. Und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt irgendwie nicht ein Neujahrsvideo machen, wo ich irgendwie groß erzähle, was wir denn so vorhaben oder was wir uns wünschen oder welche Vorsätze oder so ein Scheiß und Mainstream-Kack. Sondern ich möchte einfach erstmal sagen, Leute, wir sind 2 Jahre auf YouTube aktiv und gelacht haben wir auch schon lange nicht mehr. Dann würde ich sagen, jetzt seht ihr erstmal Videos, wie wir vor 2 Jahren geredet haben. Ich zeige euch jetzt kurz einen Ausschnitt, wo ich alleine rede, denn meiner Meinung nach hat sich meine Stimme innerhalb von dem halben Jahr, also wo Dennis und ich da zusammen später angefangen haben, immens verändert, also meiner Meinung nach. Das hört sich so richtig schlimm an, ohne Witz, weil man sich noch für einen Scheiß laber und so weiter. Jetzt schaut einfach mal rein, ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt. Hier, bitteschön. Hey Lukas, ich bin jetzt so weit unten, ich habe Redstone gefunden und dieses komische blaue Stein. Zeug. Wo hast denn du das Eisen für die Eisenspitzhacke? Beziehungsweise wie kann man Eisen herstellen? Eisen kann man aus Iron herstellen. Ja, Iron, ja, und wie? Tiere hier drin. Iron musst du dir abbauen. Muss man das Iron-Dings brennen? Ja, Anfänger, ja. Muss man. Oh. Ja, Anfänger. Ups. Dankeschön. Bitteschön. Ups. Und sollte auch die Kohle unten rein tun und das andere oben, weil sonst wird es, glaube ich, nichts. Oh ja, das war der Ausschnitt. Und ja, und jetzt, ich muss immer wieder lachen, wenn ich das Video sehe. Und jetzt werdet ihr eine komplette Folge, also ihr werdet 2 Folgen sehen, also sind eigentlich 2 Folgen. Ich schneide es einfach jetzt zusammen, es sind insgesamt, glaube ich, um die 16 Minuten oder 17. Das ist eine komplette Folge oder eine komplette Aufnahme auf dem ehemaligen Kanal Master LP11. Das werdet ihr jetzt gleich im Anschluss noch sehen. Da haben Dennis und ich im Together aufgenommen, unseren ersten und zweiten Part Let's Play Minecraft. Ich kann es auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Der, wo es nochmal original anschauen will. Ja, echt hammerfett, ohne Witz, ist immer wieder lustig. Das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Das ist echt so, also ich meiner Meinung nach, was er für Scheiß labert. Und vor allem Dennis seine Stimme, ohne Witz. Es ist so geil. Alter, da muss ich ja lachen. Ja, also schaut gleich mal rein. Und ja, weil es einfach dazugehört, fürs Jahr 2013 erstmal hammerfett für alle Leute, die 2012 uns schon abonniert haben, für alle Leute, die uns 2012 schon unterstützt haben, für alle Leute, die uns 2012 schon verfolgt haben, für alle Leute, die einfach 2012 schon bei uns waren und uns verfolgt haben. Ja, fetten Dank. Fette Sache und ich bin ja echt mal gespannt, was das Jahr 2013 so bringt. Wir gehen auf die Gamescom auf jeden Fall. Es startet jetzt bald eine neue Hardcore-Season mit Rockstar LP. Dann werden wir jede Menge neue Projekte machen. Risen ist am Laufen, also mittlerweile seit einem Tag. das wird jetzt noch laufen bis, keine Ahnung, Ende März oder sowas. Dann wird auf jeden Fall die DayZ Standalone kommen, hundertprozentig. Da ja mein Internet nicht wirklich so mega gut ist und ich 125 KB Upload habe. Ja, werden wahrscheinlich nicht so viele Projekte kommen, wie wir es erst geplant haben. Aber es wird irgendwie eine Hammer-Menge kommen. Und ja, das seht ihr dann wohl im Laufe des Jahres. Es werden auch die ein oder anderen Infovideos folgen oder im Uploadplan wird sich was verändern. Da will ich es auch nochmal sagen. Aber jetzt erstmal zum Let's Play Together. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play Together. Ja, D-Master nimmt auf. Das bin ich.
Ja, es ist Steam Master. Und ja, ich bin hier und laufe gerade auf der Workbench rum. Ja, das mache ich daheim auch immer. Nee, ja, also wir spielen hier auf dem Schinken Media Server. Geh da drauf. Auf dem Schinken Media Server, wir spielen ohne zu cheaten. Das könnt ihr uns wirklich glauben. Dann, wir fangen an mit einem kleinen Holzhütchen hier. Wir haben uns hier einen Platz ausgesucht. Jeder hat sich 3 Wolle geholt. Ja, von einem Schaf natürlich. Für ein Bett. Ja, für ein Bett, dass wir die Nacht überwintern können, auch wenn wir auf Monster und so, aber es geht uns nicht um die Monster, es geht uns einfach darum, dass wir ein bisschen bauen wollen und ja, dass genau. Wir auch mal. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist wie schon gesagt, Wolle zu sammeln und halt hier mal eine Workbench, ne, zu bauen. Ja. Und ja, vor allem. Wir haben uns da auch schon grobe Pläne überlegt. Wir wollen hier vielleicht eine Schicht Erde abtragen und dann ein Haus praktisch noch mit Stelzen zum See hin bauen. Ja, genau. Gut, das Einzige, was es noch eigentlich zu sagen gibt, ist, dass wir mit God Mode spielen, ja, aber den machen wir vielleicht auch aus, oder wenn ihr es in den Kommentaren auf jeden Fall erwünscht, dann machen wir ihn auf jeden Fall aus, also das bleibt auch euch überlassen. Mal gucken, also bei dieser Aufnahme lassen wir ihn jetzt halt einfach mal drin, dass wir vielleicht auch sowas machen können, hier einfach hier runterspringen und dann sterben wir nicht, das ist nämlich ganz praktisch. Ja, das ist ganz lustig. Aber ich hab gesagt, ja. Wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit Holz schlagen, mit der bloßen Hand. Nein, ich mache mit Wolle. Ja gut, das ist praktisch. Das macht meine Mutter auch immer. Also. Ja. Und falls es noch irgendwas zu sagen gibt, dann werden wir es auch während dem Let's Play tun. Nein, jetzt habe ich Wolle gesetzt. Ja, genau. Also ja, das soll ein Holzhaus werden. Also ja. Ist nicht so ein Cobblestone-Stückchen. Ja, genau. Wir wollen auch vielleicht ein bisschen drauf achten, dass wir nicht gerade irgend so einen hässlichen Scheiß bauen, sondern dass es. Genau. So sollte ich an die Landschaft anpassen, sagen wir so. Ja, genau. Dennis, ich mach mal mir kurz eine. Ja, eine genau. Spitzke. Und ich heiße im RL Dennis und er Max. Also. Ja, genau. Ah, ja, dann machst du mir auch eine Axt. Nee, ich mach kurze Spitzhacke, dann kann ich nämlich gleich aus Stein was machen. Okay, dann mach ich eine Axt. Genau. So machen wir das. Das ist ja super. Soll ich dir auch eine machen? Aber nur eine. Nein. Oder nee, du holst jetzt einfach mal Holz, okay? Ich hol Stein. Meine ich ja. Ja, genau. Ja, genau. Leicht verfehlt. Ja gut, aber ihr müsst uns auch verzeihen, wenn wir irgendwie einen Scheiß machen. Das ist unser allererstes richtiges Projekt, wenn man es so nennen darf. Ja. Und da verzeiht uns Fehler, also. Ja, wir sind eigentlich auch noch, also ich meine, wie ihr wisst, unser Let's Player-Kanal oder Let's Show oder Let's Master sozusagen, unser Kanal, der besteht noch nicht sehr lange, das heißt, wir sind eigentlich noch richtige Noobs, wenn man das mal so sagen darf, im Aufnehmen, im Rendern, im kompletten Let's Play-Leben, in Anführungsstrichen, ja, in sehr dicken Anführungsstrichen, und ich habe Kohle gefunden. Und, ja, also verzeiht uns, falls wir irgendeinen Scheiß labern oder das nicht wirklich so machen wollen, aber... Max, ja, gut, ich muss noch kurz dazu sagen, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, ich habe mir eine Holzaxt gemacht, aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, wir haben einen Mod auf dem Server, ach so, stimmt. Mit dem man dann mit der Holzaxt cheaten kann, deswegen habe ich die jetzt gerade ins Meer geworfen. Ich warte jetzt einfach, bis der Max Steine bringt und dann, so lange mache ich einfach jetzt mit diesem Stock, mache ich jetzt einfach die Bäume kaputt. Ich meine, wir sind ja Jack Norris, wir können das. Ja gut, Dennis, ich habe jetzt hier mal kurz Stein gebracht, ich mach gleich mal Werkzeuge, genau, okay? Dann ich mach mal. Eine Axt kann ich machen, das wäre ganz cool. Jo, und dann ich habe auch Kohle gleich noch gefunden. Okay. So. Und schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir die Monster anschalten. Die Monster sind an. Sind sie an? Ja. Ah, okay. So, Dennis, warte mal, ich habe jetzt hier gleich noch ein paar Äxte. Ich werf dich mit Dreck ab. Träger Junge. So, okay, also ich gebe dir jetzt mal. Warte. So, also Dennis, bleib mal stehen. So, ich gebe dir jetzt mal das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Mehr Regenschnitt. Okay, das reicht. Vielen Dank. Ja, dann ich hau mal hier ein paar Bäume ab, genau. Genau, ich hol mal die Kohle und dann helfe ich dir auch noch beim Holz. Okay. Also, wenn es am Anfang ist nicht allzu spannend ist, ja gut, dann ist es halt so, weil ich meine, das ist ja ein Let's Play und da wollen wir euch alles zeigen, also auch das Abbauen. Jo, und wir zeigen euch auch wirklich alles, was gerade die Master schon gesagt hat, also Dennis, also wir tun auch nicht irgendwie offscreen irgendwas machen, also wenn wir aufnehmen, also wenn wir Let's Playen sozusagen, dann zeigen wir euch alles, also komplett so tutto. Jo. So, ich sammle mal die Setzlinge ein, Max. Ja, und dann, wenn du, dann mach gleich noch eine Kiste, beziehungsweise ich würde die Kiste dann... warte mal kurz.
Habe ich denn eigentlich auch? Ja, ich habe auch eine Schaufel, gut. Weil dann würde ich sagen, dann tun wir jetzt erst kurz die Fläche abtragen, dass wir dann gleich wissen. Dann fange ich schon mal mit dem Fläche abtragen, okay? Soll ich dir da eben helfen, oder? Ja, nö, das kann ich auch alleine. Beziehungsweise es wäre gut, wenn du vielleicht kurz eine Kiste machst. Dann aber nicht auf die obere Fläche stellst, wo wir abtragen, sondern auf die untere. Also dann mache ich mal eben eine. Und vielleicht machen wir es auch so, dass. Oh, klar, das wird noch nicht reicht. Dass wir. Zum Beispiel, dass ich einmal aufnehme, dann nimmt. Also, dass ich jetzt zum Beispiel ein Part mal aufnehme, also wenn wir together spielen, und dann nimmt wieder hier der Dennis ein Part auf, dass wir das ein bisschen abwechslungsreich machen oder so. Ja, aber wir laden es eh auch, also auf dem gleichen Kanal hoch, also. Das macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied. So. Jo, ich habe jetzt also, mal zwei Kisten gemacht. Ich platziere die jetzt noch nicht. Mhm. Ich trage jetzt hier noch ein Stückchen Boden ab, damit ich gleich setzen kann. Warte, nee, Max, wir gucken einfach gleich mal, ob das reicht von der Baufläche her. Weil wir haben auch jetzt nicht vor, 500 Projekte anzufangen. Wir wollen eben das zu Ende machen, was wir anfangen. Und das dann eher ausbauen, anstatt jetzt immer wieder was Neues anzufangen. Und ich muss jetzt eben mal hier den Sound leiser stellen, weil das ist schon relativ hart. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich ganz kurz eine Minute weg bin, denn meine Eltern sind gerade gekommen und das kommt schlecht. Ich bin mal ganz aus der Minute weg. Bis ja, also ne? Der Mad Max von Arschstadt, der ist jetzt weg. Ja. Und deswegen bin ich jetzt fürs Scheiße labern zuständig. Ja. Scheiße halt. Ja, ihr seht ja gleich die einzigartige fliegende Workbench. Ganz was Tolles. Wow. Magie. Nee, ich sammle mal hier den Dirt ein. Ja, dann bauen wir den. Jetzt bauen wir mal den Mad Max Master ein. Das muss jetzt sein. Schnell, bevor er wieder kommt. Oh mein Gott, sind wir böse. So, ich hoffe, das war keine Minute, denn, ja. ja. Nett von dir, Dennis. Bitte. Ich muss ja irgendwas machen. Okay, egal. Ja, wir haben jetzt hier übrigens eine fliegende Workbench. Ganz was Tolles. Ich baue die mal kurz ab. Okay. Aber ich würde mal sagen, die Fläche reicht. Jetzt okay. machen wir die Bäume jetzt hier noch voll weg. Jupp. Gut, dann baue ich mir hier kurz die. Ja, Dirt. So, ich baue mal kurz die Werkbank auf. Auf. Nee, was laber ich? Hin. Stell's einfach hin. Ja. Ich tue mal kurz noch meine Holzspitzhacke mit Stein hier, ne? Verbrauchen. Was laber ich? Ja, Max will eigentlich das Ding nur kaputt machen. Hä? Ah, ich verstehe es auch nicht. Nee, ich war gerade leicht verfailt, weil mich gerade jemand angeschrieben hat wegen dem Server, warum der jetzt irgendwie offline ist, beziehungsweise wir haben gerade noch die Whitelist drin auf dem Server, soweit ich jetzt weiß. Und deswegen, wenn ihr nicht joinen könnt, dann müsst ihr vielleicht kurz warten, beziehungsweise... Weil es läuft gerade ein Projekt von unserer Seite auf dem Server hier ab, also auf der Map. Ja. Auf unseren Partnerkanal geht, wo ihr in der Videobeschreibung findet, also auf schinkmedia.de, dann werdet ihr sehen, dass so ein neues Video gerade. Oh, der schreibt ihn die ganze Zeit an. Neues Video gerade oben ist. Also noch nicht lange. Und ihr werdet da sehen, dass wir gerade das Projekt haben von Gothic, das alte Lager nachzubauen. Ja, also von Gothic 1. Haben wir uns überlegt, das kombinieren wir mal, weil Gothic, wie jeder weiß, ist ein brillantes Spiel. Ja. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Egal, ob es schon alt ist oder nicht, das ist einfach extrem gutes Spiel. Und das haben wir uns überlegt, Minecraft ist auch ein geiles Spiel. Und deswegen kombinieren wir es einfach mal. Und einfach so, jetzt, ich sag das einfach mal, ich habe jetzt meine Grafikkarte bestellt. Meine neue. Und ich werde wahrscheinlich morgen, spätestens übermorgen, ein Unboxing hochladen. Jojo. Also, falls auch irgendwelche Leute zugucken, die gerade auf unserem Server spielen, oder... Ja, dann werdet ihr auch hier Informationen finden, falls der Server mal nicht online ist oder nicht funktioniert. Wir werden euch das dann auch kurz sagen in den verschiedenen Parts, die wir hochladen werden, etc. Ja, und ich hoffe, das gefällt euch. Ja, es muss euch gefallen, aber Spaß. Ja, also ich habe die jetzt mal aufgebraucht, hier die Steinspitzhacke. Und ich mache gerade hier noch was anderes. Nämlich, Dennis, ich habe mir überlegt, als Cobblestone-Mine können wir vielleicht auch so ein riesen Minen-Dings aussehen, was du auch mal in der Singleplayer-World gemacht hast. Ja, das ist einfach verschissen viel Arbeit. Ja, aber ich meine, mit Cobblestone brauchen wir so oder so früher oder später. Ja. Ach ja, genau, und wir werden nicht Time Day machen. Also wir werden nicht, wenn ich. Ich zeig's mal eben, okay? Nee, nicht Zieme. Wir könnten es so machen. Jetzt ist Tag, aber wir sind ja gute Spieler, deswegen machen wir da Night.
Danke, Max. Wie immer kommst du mir zuvor. Hast du eine Ahnung, wie lange wir es schon aufnehmen? Macht Fraps jetzt von alleine einen Schnitt, oder? Ich meine, wenn das Video jetzt zu lang wird, können wir es auch so schneiden, oder? Also in kleinere Parts schneiden, das müsste doch gehen. Ja gut, ich meine, das ist in Parts eh eingeteilt. Also ich meine, bei Fraps ist es ja eh so, dass das, Wir kriegen das schon hin. Ja, gib mir mal kurz Holz und baue ich mal kurz ein paar Betten, okay? Soll ich den Baum da drüben auch noch wegmachen oder soll ich den mal gib mir einfach lassen? Mal kurz ein bisschen Holz. Okay. Es reicht, wenn du mir zwei solche Baumstämme gibst. Ich geb dir mal 9. 9 Stück? Oh, du bist ja heute wieder weg. Ganz, hilfbereit. Okay, also ich mach mal 2 Betten. Achso, Dennis, ich brauch die Wolle, die du vorher gesammelt hast. Oh, ja, Moment. Ich war gerade im. Das wusste ich nicht. Genau, das hat er nicht gewusst. Da kann er nichts für. 3 Wolle, ne? Ah, ne, ich geb dir jetzt einfach mal 9. Es reichen 2. Ich hab sie noch nicht. Ja, dann nimm sie einfach. Ja, für Abos und hier Daumen nach oben würden wir uns auf jeden Fall freuen. Aber das wisst ihr wahrscheinlich. Kritik? Ist erwünscht, aber genau. Keine Kritik, die man also keine asoziale Kritik. Ja, wo wir auch schon hatten. Ich verstehe es eh nicht, warum. Aber gut, ich würde sagen, ich gehe. Gut, manche weiter. Leute, die einen Kanal haben mit 0 Abonnenten, die brauchen das wahrscheinlich einfach. Die müssen jemanden niedermachen. Alde? Oh, fuck. Ja, wir haben Godmod drin. Deswegen töte ich jetzt auch einen Zombie mit einer Kiste. Das ist echt voll logisch. Ist gerade so calm. Also, voll überzeugt mit einer Kiste. So geil. Skelett, ich hab mal kurz Steinschwerter gemacht. Stirb, Skelett. Ja, gib mir mal. Dennis, hinter dir. Wow. Ja, jetzt komm ich, aber ich schlag's erst noch mal. Ich war vor dir da. Du bist ja wieder. Ich würde mal sagen, wir bauen uns. Das wird übrigens eine Gay-WG. Also. Ein Dirt House. Ah, das ist nur, zur Vorsorge. Ich mach das mal kurz. Wenn du willst, kannst du sagen noch ein bisschen, was weiß ich. Ja, das ist eine Birke und das nicht. Nein, bleiben wir bei der Sache. Ja, wir wollen hier ein Holzhaus drauf bauen. Deswegen würde ich mal sagen, hol ich noch ein bisschen Holz. Ja gut, aber das mache ich jetzt eh gerade nur kurz professionell. Also unprofessionell natürlich, aber nur so, also dass wir halt... Ja. Gay-Villa. Ich will eher kleinere Bäume fällen, weil das macht die Natur kaputt. Ja. Aber ich finde solche Riesenbäume, ich finde, das sollte man irgendwie ausschalten können. Weil manchmal regen die voll auf. Aber Max, wir könnten es ja auch so machen, wenn es dann vielleicht was wird. Achso, schlafen. Ja, ich fäll noch einen Baum. Wenn es dann vielleicht echt was wird mit diesem Let's Play, wenn es den Leuten gefällt, dann wäre vielleicht auch noch irgendwie ein Baumhaus oder so bauen. Ich meine, ja, also ich meine, auch für Bauvorschläge sind wir immer bereit. Also ihr könnt euch sagen, was wir bauen sollen, aber halt keinen goldenen Riesenpenis, wenn schon dann aus Diamant, wenn wir es genügend haben. Nee, Also ernsthafte Sachen. Jetzt nicht so, ja, also jetzt nicht irgendwie so eine riesen Unterwasserstation. Zum Beispiel jetzt nicht, da kommt irgendjemand mit, bau doch mal die Stadt aus Bioshock nach. Nein, wir bauen nicht die Stadt aus Bioshock nach. So. Ja, echt schön, in den Dreckhaus. Aldi. Aldi. Hey, was ist? Also ich liege immer noch im Bett. Ja, ich nicht. Warum hätte ich immer angegriffen, hä? Aber die Kurt, ja. Ich schlaf irgendwie mit einer Schaufel in der Hand. Glaube ich. Ich schlaf mit einem Schwert in der Hand. Das ist cool. Also jetzt, okay, es ist Tag. Okay, nee. Irgendwie nicht. Ja, und genau, das wollte ich vorhin auch noch sagen, wir haben World Guard an. Also, Creeper kann uns jetzt nicht unser Haus wegspringen. Dennis, du guckst, dass du noch ein bisschen Holz sammelst und ich mach mal diese Dreckhütte noch woanders, okay? Weil dass wir hier nämlich gleich dann anfangen können zu bauen. Und dann machen wir gleich mal den Umriss, okay? Also den. Ja, soll ich jetzt eher Bäume weiter wegfällen oder? Ich fäll einfach nur die kleinen. Ja, genau. Das ist eigentlich egal, was für Bäume du fällst, weil wir müssen hier eh noch nachpflanzen. Also aber wir machen es dann auch so, dass wir uns auch irgendwie zur Verschönerung aus unverarbeitetem Birkenholz zum Beispiel machen. Ja. Weil wir müssen uns eh überlegen, ob wir zum Beispiel dann, jetzt Tannenholz nehmen als Aktien. Ja, aber Tannenholz musst du erstmal finden. Ich meine, wenn wir mal irgendwie ein Boot machen, könntest du ja mal einfach bauen, ich baue, und du fährst einfach mal mit dem Boot rum und guckst mal, ob wir irgendwo eine Schneelandschaft finden. Ja, aber ich denke, das ist nicht so arg das Problem, dass wir dann irgendwas irgendwie nicht finden würden oder so. Mir sind ja die Cracks. Also mir sind die Master. Ne? Verzeiht uns, wenn wir Scheiße reden. Ja, das ist aber das können wir halt am besten.
Ja, auch. Unter anderem. Ja, unter anderem. Okay. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Ich guck gleich mal. Ja, ich glaube, ich würde auch sagen, wir machen gleich mal noch einen kleinen Schnitt, dass wir den ersten Part schon mal hochladen können. Ja. Und dann gleich noch den zweiten Part. Ja, ich fäll jetzt noch einen Baum. Mhm. Ja, Max, ich meine, wir nehmen dann heute Nacht noch ein bisschen auf, oder? Ja, ja klar, also ich habe Zeit. Ich gehe jetzt wahrscheinlich gleich, also. Ja, ich gehe jetzt wahrscheinlich gleich offline, wenn wir den Part jetzt hier geschnitten haben. Also, was heißt offline? Ich gehe vom Computer weg. Und dann komme ich wahrscheinlich so gegen 10 wieder, dann können wir noch bis um 1 Uhr aufnehmen oder so. Okay. Oder? Ja, klar. Ich habe Zeit. Also, ich habe morgen keine Schule. Morgen ist Samstag, also. Hey, ich habe gerade ein Huhn Ei gelegt. Das habe ich gehört, das würde ich jetzt haben. Eck. Egal. Also, ihr müsst auf jeden Fall mal in Google eingeben, Mark Egg. Ja, aber... Das ist unser Vorbild. Also, Mark Egg ist echt, also, ist unser Präsident. Also, wenn ihr... Egal, nein. Vergesst es. Bitte. Das ist okay, gut. Okay. Nee, also das ist eigentlich ein ganz netter. Der kam auch in der Zeitung. Übrigens, Dennis, ich hab den Dings noch, den Artikel. Den aus. Okay, ja. Ja, geil, jetzt Max, komm mal zu unserem Okay, Platten also ich drücken. Hab hier unten, Dennis, ich habe hier unten ein kleines Lager aufgestellt. Das heißt Lager, so ein Treckhaus aufgestellt. Ja, jetzt komm mal kurz hoch, Max. Dann machen wir nämlich einen Schnitt. Ich setze hier noch die Kiste. Das kommt cool. Ja, ich tue da mal kurz noch Zeug rein. Genau. Ach geil, jetzt kann ich auch im Multiplayer mit Shift das reinmachen. Echt? Ja. Das ist richtig gut. Das ist traumheftlich. Hm? Nee, irgendwie nicht. Bisschen. Ja, bisschen. Bisschen. Hm? Also Leute, dann Leute. Machen wir jetzt mal einen Schnitt. Ja, aber und, ein Kaiserschnitt. Ja, ein Kaiserschnitt, genau. Also. Ja. Na gut, und dann würde ich sagen, bis zum Part 2 dann gleich kommen wird, ne? Adios amigos und ciao. Ciao. So, und für alle, die jetzt noch mit dabei sind, ein hammerfettes Lob. echt krasser Shit, ohne Witz, wie wir uns damals angehört haben, was wir für eine Scheiße gelabert haben und so weiter und so fort. Also, und was ich aber sagen muss, so vom Stil her, so von dem wirklich dummen Drecksgelaber und keine Ahnung, haben uns echt wenig verändert, das ist echt traurig. Aber ja, ich hoffe, euch hat es echt halbwegs gefallen. Und ja, wenn das der Fall war, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr es gerne favorisieren. Und wenn es euch hammer gut gefallen hat, könnt ihr es gerne verbreiten. Ja, ich hasse es eigentlich, nach Likes zu betteln, aber naja, ne, Blubberphase. So, und jetzt wunderschönen Start ins Jahr 2013. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei. Und ja, dann schauen wir mal, was das Jahr bringt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ach ja, denkt dran, ne? Community-Projekt am 2. Seid mit dabei. Bis dann, haut rein und tschüss.